Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes und der Hund der Baskervilles. Ja, wir sind auf der Suche nach einer Pinzette. Immer noch. Also ich immer noch. Für euch ist ja jetzt die neue Folge. Und trotzdem immer noch auf der Suche nach einer Pinzette. Ich habe nur keine Ahnung, wie hier die Pinzette dargestellt wird. Oh. Doch, ich habe eine Ahnung. Das Ding. Ich habe daneben geklickt. Das hier ist die Pinzette. Und jetzt haben wir eine schwarze Kerze gefunden. Ja, glorreich. Können wir sonst noch was mitnehmen? Aus der Vergangenheit. Aktuell ist hier nichts zu tun. Wir können in... wir können überall hin. Egal, wo wir hingehen, wir haben was zu tun. Es sei denn, das Szenario wird als beendet betrachtet. Hier ist aber noch was drin. Oder was fehlend, ein Zahnrad. Deshalb gehen wir in unsere Zeit zurück und hier haben wir auf jeden Fall als erstes mal die Kerze gefunden. Eine Kerze gefunden, entschuldigt. Wir brauchen viel mehr. Wir brauchen noch vier. Die Schubladen, Petergriff, genau, das war das. Da können wir nicht rein. Hier die Uhr ist geschlossen. Okay, wir können Kerzen suchen. Hier ist zum Beispiel eine Kerze, die abgebildet wird. Im Schuh steht eine. Da leuchtet was vor sich hin. Hier haben wir nochmal ein Wachsobjekt. Das sieht aus wie eine Kerze. Drei Objekte in 3 Sekunden gefunden. Ja, herzlichen Dank. Jetzt habe ich genug Zeit verbraucht, um weitere Kerzen zu suchen. Da habe ich doch was gesehen. Das sieht aus wie eine Kerze. Oben. Ja, am Anfang geht das immer ruckzuck. Da erkennt man sofort Kerze, 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 Kerze. Hier ist noch sowas. Ja. Und da verließen sie ihn. Jetzt kommen die letzten drei. Jetzt musst du wirklich akkurat suchen, damit du auch die ein oder andere Kerze verpasst. Da. Vielleicht ist eine gleichfarbige irgendwo vorgehalten. Das muss man auch mal ein bisschen mit berücksichtigen. Aber ich habe das dumpfe Gefühl. Die letzten zwei bleiben mir noch verborgen. Warum auch immer. Kerze. Was könnte einer Kerze denn hier so ähneln? Nö, hier sehe ich nichts. Dann versuchen wir in diesen Sektor. Finde ich auch erstmal nichts, was einer Kerze ähnelt. Ah, bei den Kleidern direkt. Nein, noch habe ich hier nichts gesehen. Oh, da liegt eine Kerze. Seht ihr das? Der war gemein. ja, ein Schritt voran und trotzdem nicht weiter. Denn es fehlt noch eine Kerze. Mal noch langsamer suchen. Irgendwann muss sie auftauchen. Irgendwann werde ich sie erkennen. Eines Tages. Hätte fast gedacht, hier ist eine zweifarbige Kerze. Aber nein, das ist jetzt wirklich nur eine Aussparung, wo man das Holz des Schrankes sieht. Oh, da. Das ist eine Kerze. Tatsächlich zweifarbig. Kaum hat man es gesagt. Wir haben noch eine schwarze Kerze gefunden. Bravo, du hast nacheinander 5 Wimmelbildszenen ohne Hinweis abgeschlossen. Du magst Herausforderungen. Wir auch. Das hast du dir wirklich verdient. Hinweiskünstler. Ja, danke schön. Können wir noch mehr machen? Vergangenheit vielleicht nochmal. Sie hat uns schon irgendwas ach ja, den Zahn gegeben. Ja, damit markiert. Wir können die Kerze abstellen. Haben wir schon mal 2.
Ja, und hier sagt er uns, hier gibt es bei der Dame auch erstmal nichts zu tun. Wir haben noch ein paar andere Räume vor uns. Dann würde ich sagen, einmal raus hier. Und ich glaube, hier, das wird angezeigt, weil wir diesen Knubbel haben, den wir hier einspannen können. Und hier noch nur noch drei. Lass mal reinschauen. Tatsächlich, seht ihr es? Jetzt ist das Ausrufezeichen weg. Und wir haben wieder freie Hand. Und er sagt beim Roger, können wir noch irgendwas tun? Aber ich bin mir nicht sicher, was. Den Tiger haben wir schon. Oha! Oha, da hinten der Tisch ist nochmal als Wimmelbild zu beobachten. Wir brauchen einen Knochen. Das ist ein Knochen. Ja, ne, der hier. Wir brauchen einen Bogen, den haben wir da oben. Patronenhülsen, die hatten wir hier damals gesehen. Jawohl. Ein Käfig, den haben wir hier. Fuchsschwanz. Nein, das ist keiner. Fuchsschwanz. Handabdruck, da. Handabdruck. Sehr gut. Hufeisen hatten wir da an der Scheibe schon mal gesehen. Peitsche liegt auf dem Tisch rum. Köcher. Köcher, hier. Ja, großartig. Wir kommen voran. Seil. Seil? Fragezeichen. Ah, ich probiere es mal. Ja, ja, es ist das Seil. Fangeisen. Das sieht hier das aus. Jawohl. Zahnrad. 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 Wo könnten wir hier ein Zahnrad finden? Hier zumindest auf die Schnelle nicht. Bei der Bewaffnung auch nie. Oh, aber dafür haben wir hier einen Fuchsschwanz. Ha! Ja, das, was man jetzt gerade nicht gesucht hat, aber zumindest haben wir es gesucht und auch gefunden. Aber ein Zahnrad? Alles von vorne. Und wieder durchschauen. Und noch einmal. Bis wir ein Zahnrad finden, das da hinten dran liegt. Und wir haben ein Zahnrad gefunden. Das letzte, das fehlende. Ja, ausgezeichnet und Szenario abgeschlossen. Hier müssen wir auch nicht mehr hin. Wir gehen mal in die Vergangenheit der guten Luisa und spielen mit ihrer Uhr. Wow, warum flackert das? Aha, wir müssen also anscheinend hier einen laufenden Motor mit Dingen kombinieren. Jetzt flackern beide. Das ist ja brutal. Also für Epileptiker, es tut mir leid. Ich habe es nicht so programmiert. Ich weiß nicht, warum das so massiv flackert und warum das Ding hier nicht irgendwie angesteckt werden kann. Ist das brutal. Es tut mir wirklich leid. Das ist keine Absicht von mir. Das ist Programmierungsdefizit. Ich habe keine Ahnung. Was steht das schon wieder im Weg? So. Ja. Das kommt woanders hin. Nee, das können wir da nicht hinmachen. Das können wir da hinmachen. Super. Das passt da nicht. Dann machen wir das dahin. Ganz toll. Irgendwann kommen wir da drüben an. Kann ich es hier irgendwie anbringen? Ich glaube nicht. Dann machen wir den kleinen da irgendwo hin. So zum Beispiel. Ach, der greift hier gar nicht. Machen wir den mal weg. Oh. Oh, doch nicht.
So, wir unterbrechen das ganze Geflimmere mal ganz kurz. So, Dankeschön. Wow, das geht echt auf die Augen. Können wir es mal ganz kurz unterbrechen? Nein, wir kriegen es nicht weg, das Geflimmere, warum auch immer. So, wie können wir das Ganze jetzt so gestalten, dass wir mit den ganzen Sachen bis da hinten rüberkommen? Wahrscheinlich brauchen wir auch alle. So, das darf kein Zahnrad übrig bleiben oder sowas in der Richtung. Wäre meiner Meinung nach ein logischer Bestandteil eines solchen Rätsels. Na, komm schon. Und wieder einmal können wir das nicht antreiben. Hier passt es nicht hin, hier passt es nicht hin. Kann ich mich hier oben irgendwie einklinken? Nicht nah genug. Mit dem auch nicht. Aber so, wenn ich jetzt hier, komme ich nicht dran. Kann ich mir hier irgendwie eine Brücke bauen? Den kann ich nicht so einsetzen, dass er da dran kommt. Das ist schon mal schade. Eine andere Idee. Wir holen jetzt mal das große Rad. Wir versuchen mal relativ symmetrisch zu bauen. Ja. Mal die hier wieder auf Seite schieben. So, das Ding könnten wir dann da. Ach, da kommen wir gar nicht dran. Also symmetrisch ist schon mal außen vor. Das könnte funktionieren. Das könnte auch funktionieren. Ja, das passt nicht. Das passt nur dahin, wenn man es antreiben möchte. So. Also, bei gesundheitlichen Schäden wegen diesem Geflickere und Geflammer, Flimmere, bitte an Daedalic wenden. Die haben es programmiert. Richtig. Hier kommen wir nicht dran. Na, nimmst du diesen Stern? Ah, okay. Wir können hier nach unten abtauchen und dann vielleicht hier eine Brücke setzen. Nein. Darunter können wir nicht, da passt es mir nicht dran. Kann es sein, ich bin zu dämlich für. Ja, ich bin tatsächlich offiziell zu dämlich. Ich dürfte das Rätsel überspringen. Ich habe lang genug gebraucht. So viel zum Thema, die Lobhünden, die vorher angesetzt wurden. Jetzt halten sie mich für zu dämlich. Und hier das kleine Stück nochmal einsetzen. Mich da dran koppeln. Jawohl. Ich kann das große hier irgendwie dran bekommen. Aber ich weiß nicht wie. So zum Beispiel. warum? Oh. Ja, genau. Du dahin, dann rollt das und dann nimm und tu dahin. Geht nicht. Nimm und tu dahin, bringt mir nichts. So, weg, weg. Ist das doch schon der falsche Ansatz? Könntest du mal bitte das nehmen, wenn ich es anklicke? Dankeschön. Mit dem großen Rad direkt anfangen. Ah, komm da nicht dran. Da ginge es.
mich jetzt wieder nach unten kämpfe und dann wieder nach oben. Ja, da komme ich nicht dran, also weg damit. Das mittelgroße käme da wieder dran. So, dann sind wir hier ganz oben. Das wäre so dran. Ich muss auch die Kleinen irgendwo unterbringen. Vielleicht hätte ich die Kleinen vorher verwenden sollen. Das ist vielleicht sogar eine gute Idee. Die Kleinen vorher irgendwo hinzusetzen. Wenn sie denn passen. Wollen sie aber nicht. Brauche ich vielleicht das ganz große, damit es mit dem kleinen harmoniert. Sehr gut. Ach, ist das schon wieder im Weg. So, und jetzt kann ich hier die Übersetzung... Nein, kann ich nicht. Kann ich die beiden? Oh ja, so geht's. So geht's. Wirklich großartige Arbeit, mein Freund. Du hast es geschafft. Die Frage ist, was habe ich geschafft? Einen Handgriff zu kriegen. Die hat das Mistding in der Vergangenheit in der Uhr versteckt. Ja, vielen Dank. Mach's einem noch mal schwerer. Und das letzte Wappenstück. Ja, großartig. Klar gehen wir dahin, aber ihr kennt das schon. Wir gehen zu Fuß. Da flimmert die verwuselte Dame schon ein wenig. Ihr kriegst dein Bild zurück. Aha. Another jewel for the medallion. It also has an engraving. Perception and Intuition. Zumindest ist sie jetzt wieder gekämmt. Could it be that it will allow us to see details that we missed? Let's be attentive to our environment. Ja, und wir können hier das flimmernde Perception, die Wahrnehmung hier mitnehmen. Dieses Juwel erhöht die Sehkraft seines Besitzers, sodass dieser selbst die winzigsten Details wahrnehmen kann. Okay, wir können dunkle Ecken sehen. Ich habe mir schon gedacht, dass sowas ist. Und siehe da, ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Also, was sagt uns unser gutes Tagebuch? Wir können bei der natürlich noch ein bisschen was machen. Wir haben ja noch den Spiegel nicht betreten und so weiter. Die Vergangenheit scheint auch noch betretbar zu sein. Wegen der Marionettenpuppe. Hier können wir noch mehr machen. Also gut. Dann gehen wir nach da, Eingangshalle. Wir haben einen Küchenschlüssel. Okay, James Raum, Lilly, Wintergarten, Porträt von Hugo Baskerville. Das ist das Porträt von Hugo Baskerville. In ihm sollte der Ursprung des Fluches liegen. Er sieht wirklich nicht besonders freundlich aus. Hugo, du bist also schuld an alledem. Okay, dann würde ich sagen, Küchenschlüssel, dann nehmen wir doch mal den. The kitchen. This place will be very useful to us if we are to remain several days here. Several days in this sinister place? Ugh, dear Holmes, I must confess, sometimes I have difficulties in understanding your humor. I think I remember this kitchen. As I recall, I was in the habit of stealing pastries as a child. How surreal this all seems. Ja, also gut, wenn wir hier längere Zeit überleben müssen, können wir das. Das ist schon mal gut.
Den Kronleuchter. Wir haben hier eine. Hier fehlt eine Kerze. Ah, die freundliche Ratte ist auch schon unterwegs. Ein Topf. Wir wissen, was wir mit Töpfen machen. Alles kaputt. Alles kaputt. Dunkler Ort. Na, das wissen wir auch schon. Wieder was Neues. Dunkler Ort. Ah, deshalb wurden wir in die Küche gescheucht, damit wir unsere dunkle Ortfähigkeit auch ordentlich ausprobieren können. Ausgezeichnet. Du hast die Visionsfähigkeit bereits 3-mal verwendet und lebst immer noch. Du musst wirklich besonders sein. Das hast du dir wirklich verdient. Adlerauge. Na, dann wird hier vielleicht noch irgendwas im Dunklen liegen, im Argen. Oder noch irgendwelche Töpfe, die wir massakrieren können. Schürhaken. Schon wieder schleppen wir so viel mit uns rum. Kamin. Okay, hier können wir einen Kessel hinhängen. Wir haben nur keinen Kessel. Den vielleicht. Es ist schön, wenn sich so alles fügt. Kerze! Oh, ihr wisst ja, wie wichtig diese Kerzen sein können. Was wollen wir kochen? Boah, wie wäre es mit einem Eintopf? Krug. Ja, wieso haben wir jetzt einen Krug? Ich hätte jetzt eigentlich mutwillig das Ding kaputt gemacht, aber gut. Wenn wir den mitnehmen müssen, dann nehmen wir den eben mit. Oh, offiziell sind wir mit der Küche durch. Offiziell aber auch nur. Da, die Ratte kann man nicht anklicken. Zumindest auch vorerst sind wir mit der Küche durch, weil wir müssen hier anscheinend noch irgendwas kochen. Soll auch nicht alles gewesen sein. Na gut, vielleicht doch. Aber wohin jetzt? Dunkler Ort. Oh, gut. 4. Wir können jetzt in James' Tür rein, scheint mir. Hier haben wir Wintergarten. Achso, das war Wintergarten. Okay, das ist der Hugo. Hugo, wie man es im Französischen aussprechen würde. Gut, James, wir haben hier ein paar Parzellen für dich. Vollständig. Oh, verstehe. Bedingt, also ich verstehe bedingt, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, was ich hier genau ausrichten muss. Müsst ihr alle anmachen oder alle ausmachen? Bei den Rätseln versage ich grundsätzlich. Das ist nicht meine Welt. So. Genau andersrum. Genau andersrum. So. Wirklich großartige Arbeit, mein Freund. Du hast es gelöst. Ausgezeichnet. Du hast nacheinander 5 Rätsel ohne Überspringen abgeschlossen. Sollen wir diese Schaltfläche etwa entfernen? Natürlich. Das hast du dir wirklich verdient, Rätselphilosoph. James Baskerville was a doctor and a renowned surgeon. He graduated from the prestigious Royal London Medical School. According to my uncle, he spent much time performing medical research on animals. No doubt that he wanted to exploit the weaknesses of the beast that threatened his life. Supposing this beast does exist. I begin to doubt that a man, however wild he might be, could be the source of these murders. So. Also, hier liegt recht viel Zeug rum und ich sehe hier schon das erste Wappenstück.
Ich hoffe, das können wir auch alles irgendwie gebrauchen. Naja, ich glaube schon. Die Rätsel sind ja entsprechend so aufgebaut. Gemäldestück. Ja, da haben wir jetzt auch schon 4 von. Ein Schlüsselstück. Ein Schädel. Ich kann etwas daran sehen. Das machen wir doch mal kaputt. Oh nein, noch irgendein Schlüsselstück. Das darf nicht wahr sein. Noch ein Schädel. 2 davon. Sehr gut. Sehr gut, wir kommen voran. Dunkler Ort. Da sollten wir mal genauer hinschauen. Da haben wir ein Holzauge. Nein, Kristallauge. Teppich. Und in den Teppich ist eine Falltür verborgen. Mein lieber Henry, Ihre Verwandter strotzt nicht gerade vor Einfallsreichtum. Naja gut, das ist vielleicht auch nicht so unbedingt seine Aufgabe als Doktor. Oh, seht mal, wir können den Knopf hier auch schon mal einsetzen. Das ist gut, jetzt fehlen nur noch 2. Da haben wir den Wolfskopf, das ist schon mal gut. Da können wir uns auch mal was einsetzen. Dann kriegen wir auch unser Inventar besser übersichtlicher. Wobei ich jetzt momentan noch nicht das Gefühl hatte, wir wären irgendwann überladen gewesen. Wir haben hier einen Medizinschrank und wir haben hier 2 Plättchen, die irgendwie danach aussehen. Oh, wartet. Ich erinnere mich an solche Rätsel. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie die funktionieren. Ich glaube, ich muss diese Löwen auf die andere Seite kriegen zum Löwen und die Schlangen wieder zurück. So weit, so gut. Jetzt die Schlange nach vorne schiebe, kann ich mit dem Löwen drüber springen. Dann muss der Löwe auch drüber springen. Dann kann die Schlange wieder nach vorne. Oha, 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 war das richtig? Wenn ich jetzt mit der Schlange drüber springe, sind 2 Schlangen hintereinander. Und dann habe ich ein Problem. Wenn ich jetzt mit dem Löwen drüber springe, habe ich wieder um ein Problem, weil dann sind 2 Löwen hintereinander. Und ich kriege keine Kreatur mehr dazwischen. Gibt ein Zurücksetzen. Oh, das ist gut. Soweit, so gut. Ich glaube, der Löwe muss vorwärts. Nein, der Löwe darf nicht vorwärts. Also Löwe vorwärts, Schlange drüber, Schlange vorwärts, Löwe drüber. Löwe drüber, dann haben wir wieder bunt gemischt. Löwe vorwärts. Löwe vorwärts. Jetzt kann nämlich die Schlange drüber springen, dann kann die nächste Schlange drüber springen und nochmal eine Schlange drüber springen. Und eine Schlange vorwärts. Dann darf der Löwe drüber, der nächste Löwe drüber, nochmal ein Löwe drüber und wir haben noch einen Löwen, der drüber darf. Löwe vorwärts, dann springt die Schlange, die nächste Schlange, noch eine Schlange, noch eine Schlange, noch eine Schlange. Dann kann der Löwe weg. Dann springt der Löwe drüber, Löwe drüber, Löwe drüber, Schlange weg, Schlange drüber, Schlange drüber, Schlange drüber, Löwe weg, Löwe drüber, Schlange weg, Schlange drüber und Löwe geht ans Ziel. Man muss nur dieses Muster kennen, dann geht's. Mein kleinen Spiegel und eine schwarze Kerze. 2 von 2. Das heißt, oh, wartet mal. Der kleine Spiegel könnte auch zu dem Schminktischlein von der Luisa gehören. Kann das sein? Wäre naheliegend. Warum er aber ihren Spiegel und ihre Kerze hat. Na gut, die Kerze vielleicht nicht unbedingt ihre Kerze, aber eine Kerze hat, ist okay. Aber den Spiegel, warum hat er den Spiegel von ihr? Ja, wird schon angezeigt. Geh woanders hin. Du darfst hier nicht mehr spielen. Ich sehe hier auch nichts mehr. Also gut, macht natürlich Sinn, wenn wir zu Luisa gehen, ihren wundervollen Schminktisch mit den Kerzen
voll pflastern. Und ich gehe davon aus, dass der kleine Spiegel auch dazu gehört, weil ja, die Halterung sieht gut aus. Kerzen anzünden. Ah, dafür haben wir die Streichhölzer gefunden. Sehen Sie nur, in dem Spiegel öffnet sich ein geheimer Korridor. Na dann, hinein. This manor is full of surprises. Now it's possible to cross the mirror. Wir können einen Spiegel betreten. Das ist, das klingt so falsch. Louisa's secret shelter. How could it be? Don't disturb yourself, my friends. Let's continue our investigation. Ja, toll. Das ist zum Beispiel etwas, was mich stört, wenn es sofort angezeigt wird. Da, das musst du mitnehmen, du Depp. Ich hätte noch gar keine Zeit gehabt zum Suchen. Also, okay, wir können durch den kleinen Spiegel wieder zurück. Das ist noch ein Gemäldestück. Und das da sieht aus wie das Gemälde, das wir damit bestücken müssen. Ja, prima. Okay. Alles klar. Wir drehen nur die Teile. Dann würde ich sagen, das Gras gehört nach unten. Das Gras gehört nach unten. Das Maul zusammengesetzt. Das sieht doch gut aus. Da die Pranke nach oben. Ja. Das hier sieht irgendwie verkehrt aus. So schon besser. So ist auch besser. Das Ding scheint nicht zu passen. Hier, der passt nicht. So, jetzt passt das. Ja, könnte gut passen. Jawohl. Ja, das geht auch. So, dann haben wir die fliegende Krähe. Hier haben wir einen Baum. Ah, gut, das sitzt. Das sitzt auch. So. Bei dem bin ich mir nicht sicher. Passt nicht. So, jetzt passt er. Der passt. So, dann machen wir den Schädel vollständig. So. Dann haben wir hier die Flügel. Da haben wir die Klauen, die müssen an die Pfote dran. Der Vogel sollte nicht runterfliegen, sondern rauf, denke ich mir. Basement so. Hier fehlt noch ein Stück Gelenk. Den Mond können wir vervollständigen. Der Vogel fliegt auf dem Kopf. Und et voilà! Wirklich großartige Arbeit, mein Freund. Du hast es gelöst. Das Marionettenkreuz. Ja, endlich. So, aber das muss auch erstmal das letzte Rätsel für diese Folge bleiben. Denn die Zeit ist schon wieder durch. Ich hoffe, in der nächsten Folge rätselt ihr wieder mit. Und bis dahin, gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.